Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Exosy ANI. Wir sind in einer Höhle, wir bauen ab, wir brauchen Rohstoffe, damit es weitergeht. Heute ist eine weitere Themenfolge und deshalb reden wir heute über Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit. Tja, ein eigentlich interessantes Thema, zu dem jeder was beitragen könnte. Und jeder unterschiedlich. Problematisch ist dabei nur, wie sieht das mit der Gesellschaft aus heutzutage? Wie ist das mit Aufrichtigkeit, mit Ehrlichkeit? Ich würde jetzt gerne sagen, früher waren die Menschen ehrlicher und so, aber naja, ich glaube nicht wirklich dran. Man hat das Gefühl, dass die Menschen unehrlicher geworden sind, unaufrichtiger und, aber machen wir uns mal nichts vor an der Stelle. Wir können nicht vergleichen, wie das früher aussah und Tatsache ist, gelogen wurde schon immer. Das ist eine normale menschliche Eigenschaft. Ich glaube, das kann man auch in aller Ruhe so sagen. Ich will gar nicht Nietzsche zitieren und seinen Hang zur menschlichen Macht streben und sowas, aber schon weil das ganz andere Leute viel besser könnten als ich. Wo sind wir hier eigentlich? Hey, naja, gut. Aber Tatsache ist, ich bin der Erste, der es schafft, Strip Mining interessant zu machen, oder? So. Tatsache ist, ja, es wird zu viel und zu oft gelogen und man kennt das ja auch aus der Literatur, das Drama entsteht aus dem Ungesagten. In der Gesellschaft entsteht das Problem wohl aus dem falsch oder fehlerhaft Gesagten. Das kann zum einen sein, wenn man mal etwas sagt, das nicht korrekt ist. Andererseits aber auch ganz deutlich, wenn eben gelogen wurde, was nicht selten der Fall ist. Und das merkt man auch eigentlich immer und immer und immer wieder an jeder Stelle, an jedem Ort. Im ganzen Leben, ihr könnt euch selber mal kontrollieren, wie oft lügt ihr am Tag. Ich kann von mir selbst behaupten, dass ich bewusst überhaupt nicht lüge. Das hat eigentlich einen ziemlich einfachen Hintergrund. Ich lüge grundsätzlich nicht. Ihr kennt meine Prinzipien. Ich mache einen Scherz oder ich sage die Wahrheit, aber dazu kommen wir vielleicht später noch. Ja, wo ist eigentlich der Unterschied zwischen früher und heute? Was denkt ihr? Schreibt es in die Kommentare. Das war wieder so ein saublöder Werbespruch, oder? Das ist, früher hat man wahrscheinlich nicht ganz so viel gesprochen. Vielleicht hat man deshalb nicht so viel gelogen. Oder man nimmt das subjektiver wahr. Meine Güte, haben wir hier viele Rohstoffe gefunden bis jetzt. Man muss natürlich auch sagen, es gibt Notlügen, die sind wahrscheinlich akzeptabel oder so. Obwohl ich der Meinung bin, egal wie schlimm eine Situation ist oder wie sehr man jemanden versucht zu beschützen, das Beste ist wohl die Wahrheit. Gerade in der heutigen Gesellschaft, wo wir das Gefühl haben, dass alles viel rauer und unmenschlicher geworden ist und den ganzen Blödsinn, der nicht anders ist als früher auch. Es wird nur mehr darüber diskutiert. Ich denke mal, das ist in vielen Themen so der Fall. Dass früher auch nicht alles besser war, sondern wahrscheinlich genauso beschissen oder gut oder schlecht wie heute. Lassen wir das mal werturteilsfrei stehen. Ja, ich denke. Ne, ich kann es selber ja nicht nachvollziehen. Ich habe früher nicht gelebt, aber ich denke ziemlich deutlich, dass früher genauso oft gelogen wurde und. Und ja. Da war es einem vielleicht noch nicht so bewusst. Vielleicht waren wir auch noch nicht so geschult. Das ist aber ein normaler Generationeneffekt. Weil Wissen, Weisheit und so weiter, das wird natürlich auch über die Generation vermittelt und das haben dann die nachfolgenden, ach du Scheiße, viele Rohstoffe, wesentlich häufiger. Das ist doch auch vollkommen normal so. Das kann man sich da auch denken. Was machen wir denn jetzt? Dass Menschen einfach vielleicht auch eher mitkriegen, wann gelogen wird. Ihr kennt ja diese Prinzipien. Ein Mensch lügt zum Beispiel, wenn er nach oben schaut oder sowas, oder nach unten und so weiter, wann sagt er die Wahrheit, wann langweilt er sich und sowas. Ich wäre mit solchen Dingen immer sehr vorsichtig, weil es gibt ja nicht wenige Menschen heutzutage, die mittlerweile diese Prinzipien begriffen haben. Ich zum Beispiel kenne das schon seit Jahren und seitdem manipuliere ich da auch, was das Zeug hält. Also mir könntet ihr nicht an der Nasenspitze erkennen, dadurch, dass ich nach oben oder unten schaue, wann ich lüge oder nicht, wenn ich das vorhätte. Das würdet ihr bei mir daran erkennen, dass ich wahrscheinlich, ich habe keine Ahnung, ich lüge ja schon lange nicht mehr. Wohlgemerkt, immer vor dem Hintergrund, ich sage das auch ganz klar, bewusst lüge ich nicht. Man weiß ja auch nicht, wann man unbewusst lügt. Das ist ja nochmal so ein Fall. Also ich will ja bewusst nicht lügen. Wenn man das unbewusst tut, ja, woran soll man das bitte schön selber erkennen, ne, ist die Frage. Das ist dann schwer zu beurteilen. Man weiß ja gar nicht, wann man vielleicht selber unbewusst lügt. Schon weil man aus Höflichkeit vielleicht etwas sagt, was man so nicht direkt denkt oder so, aber man ist in der Gedankenwelt da ja schnell eingeschränkt durch Kultur, durch Gesellschaft, durch Sozialisation. Was wollte ich sagen? Was habe ich tatsächlich gesagt? Ne?
Man fasst sich den Grundsatz, irgendwem sage ich irgendwas, um direkt zu sein, aus positiven oder negativen Gründen. Nehmen wir mal zum Beispiel, ich kann dich nie ausstehen, ich liebe dich, du bist ein Arschloch, was weiß ich, oder ich halte sie für unintelligent oder für dumm oder du bist faul oder oh, keine Ahnung, ich kann dich nie mehr sehen oder was weiß ich, positiv wie negativ, ihr habt jetzt genug Beispiele gehabt. Das sagt sich alles mal relativ schnell und dann merkt man, man will es oder man denkt sich schnell, aber man sagt es gar nicht so schnell. Also insofern kann da sehr schnell eine Lüge entstehen, die man vielleicht gar nicht mitkriegt. Gar nicht immer aus Höflichkeit oder so, ganz bewusst sage ich das. Naja, ganz schlimm ist das natürlich im Internet, wo man ganz schnell glaubt, anonym zu sein. Ich habe zu oft schnell gesagt, oder? Ja, also ich rede jetzt bewusst nicht nochmal über die Sache mit Google Plus und so. No Google Plus on YouTube. Es ist mir auch zu blöd und das könnte man mir vorwerfen, du machst das, um Kunden zu gewinnen, hast bei Chrome kommentiert oder sonst was. Nee, habe ich nicht. Ich wollte das einfach mal zu sagen. Deswegen habe ich zuletzt auch nichts geäußert. Wenn es mal wieder was gibt, wozu ich mich äußern kann, mache ich das. Wenn nicht, naja. Ob ich 3 Zuschauer habe, 300 oder 3 Millionen, habe ich ja schon mal gesagt, ist mir wirklich vollkommen egal. Das macht jetzt nicht den Unterschied. Das könnte jetzt auch wieder sowas sein, wo ich vielleicht lüge, ohne es selber mitzukriegen. Ne? So ein Beispiel. Ne? Vielleicht will ich doch viel mehr zuschauen. Ich weiß es bloß selber nicht oder ich bin mir selber dessen gar nicht bewusst. Da merkt man das dann ganz schnell, wenn ich mich selbst hinterfrage, ist mir nicht doch mehr Zuschauer eigentlich schon lieb? Ich meine, man macht sich einen Aufwand mit den Folgen und so. Ich muss sagen, die Folgen hier laufen relativ einfach. Ne? Das ist, ja. Will man, die Frage ist, will man dann Anerkennung dafür? Oder, meine Grundsätze kennt ihr, ne? Spaß haben, Spaß bringen und positiv die Leute beeinflussen. Aber will ich vielleicht doch Anerkennung damit haben? Das weiß man immer nicht. Das ist mal, ja, Man sollte nicht zu schnell Urteile fällen oder was sagen. Deswegen bemühe ich mich immer sehr lange, eine Sache erstmal gründlich durchzuüberlegen. Was manchmal einfach auch unmöglich ist, aber gut, so ist das im Leben. Meine Güte, wir kommen ja nie irgendwo an, oder? Ja, man sollte immer vorsichtig sein. Wie gesagt, im Internet bemüht euch selber, wenn ihr was kommentiert, wenn ihr was schreibt, sei es auf sozialen Netzwerken, im Internet, in Foren, in Chats oder weiß der Geier was. Ein bisschen mehr Zurückhaltung, geht die Leute nicht so an und versucht dort einfach auch mal ehrlich zu sein, weil jeder hat eine andere Meinung und man muss sich nicht irgendwie die Meinung abtauchen. Ich glaube, viele Lügen kommen auch genau daher, dass man Angst hat, ach, seine aktuelle Meinung kann man nicht sagen, weil das ist unpopulär oder man stellt sich ins Abseits. Also als jemand, der sich eigentlich ziemlich lange schon bemüht hat, immer schön brav neben, oh, Redstone, endlich mal, neben der Gesellschaft zu stehen, kann ich mal sagen, so wichtig ist das mit der Gesellschaft jetzt nicht. An sozialen Kontakten mangelt es deswegen trotzdem nicht. Also, es gibt für jeden seine Gruppe und seine Milieus. Da muss man keine Angst haben. Auf der anderen Seite kann man sehr schnell wieder feststellen, durch bestimmte Milieus bin ich vielleicht auch wieder eingeschränkt. Oh, kann man nicht abbauen mit Steinen, schade. Naja, wir wissen jetzt, wo es das da gibt. Ja, vielleicht lügt man auch, weil man glaubt, in der Gruppe zu sein, die dieselbe Meinung hat oder so. Und dann ist man auf einmal wieder meinungsabhängig und sowas. Also ihr seht schon, das geht alles sehr, sehr, sehr schnell. Hoppala, wir sind ein bisschen zu tief geworden, ne? Bisschen sehr viel tief. Und vor dem Hintergrund, naja, man muss eben immer vorsichtig sein mit der Wortwahl. Und ja. Mal schauen. Versucht im Internet euch möglichst vernünftig zu halten. Das ist das, was ich auch immer kommentiert habe. Man muss es nicht so übertreiben immer. Es muss einfach wirklich nicht sein. Und ja, bemüht euch mal, versucht mal euch selbst zu überprüfen, was gebe ich den ganzen Tag eigentlich für einen Blödsinn von mir und so. Was pfeife ich im Internet? Was sage ich im Internet, was ich vielleicht gar nicht sagen sollte, aber das ist ein ganz anderes Thema. Wo muss ich mir einfach mal die Frage stellen? Ich habe einfach einen übertrieben oder so. Hier zum Beispiel beim Bauen. Ja. Oder wo muss ich auch mal akzeptieren, dass andere eine andere Meinung haben, die vielleicht einfach bloß ehrlich mit mir sind, aber das ordentlich und nett kommunizieren. Aber wie gesagt, Netiquette ist ein anderes Thema. Ja, wo kriegt man das eigentlich mit? Ich habe den Spaß immer ganz gerne, Menschen in der Öffentlichkeit zu beobachten, zu Bus, Bahn und sowas. Und das muss ich ja nur jeden Tag, den Quatsch, benutzen. Oder zumindest jeden Tag, den ich zur Uni gehe, was immer bloß, ups, oder 3 Tage die Woche ist an der Stelle. Also noch, mal gucken. Und da hat man schon so seinen Spaß dabei, muss ich sagen.
Weil ich höre dann auch Leute, die da so 3, 4, 5 Meter hinter mir sitzen, die sich unterhalten über Gott und die Welt. Und man merkt, wie viele lügen die sich gerade gegenseitig an. Das ist, wenn man daran gewöhnt ist, wenn man das Menschen an der Nasenspitze schon erkennen kann, was lügen sie, wann lügen sie und so. Das muss man auch kennen. Viele behaupten, dass sie das können. Ich habe dann festgestellt, nee, kennen sie nicht. Aber das ist einerseits eine Frage der Erfahrung, andererseits eine Einstellungssache, wie sehr glaube ich, dass Menschen lügen oder nicht. Es ist natürlich auch nicht immer das schönste Weltbild, wenn man davon ausgeht, alle Menschen lügen. Ja. Wenn man, wie ich, davon ausgeht, erst einmal immer das Schlimmste von allen Menschen erwarten, das ist dann, dann hat man durchaus was davon. Man lernt viel über Menschen, wenn man ein bisschen nüchtern und pragmatisch rangeht. Das heißt aber nicht, dass die Welt allzu schlimm ist oder übel dargestellt und alles Menschen nur Lügner sind und sonst was. Also, glaubt so ein Blödsinn jetzt nicht an der Stelle. Will ich euch damit auch gar nicht sagen. Aber wie gesagt, in der Öffentlichkeit mal Äußerungen zuhören. Ne? Ich rede gar nicht von Politik oder von Politik oder von Nachrichten oder sonst irgendwas. Schaut euch einfach mal so um im Bekanntenkreis, Freunde, Verwandte, Familie. In öffentlichen Verkehrsmitteln, das ist sowieso immer der geborene Ort, um Menschen zuzuhören. Da merkt ihr dann auch schnell das, was ich meine mit denen, man verstellt sich, ohne es zu wollen vielleicht, oder man lügt, ohne es zu wollen. Weil man ja in der Öffentlichkeit ist, das ist so eine Perspektive, die verändert sich, wenn man von Menschen umgeben ist, die einem leicht zuhören. Und ja, so ist es nun mal. Ob es einem gefällt oder nicht, spielt dabei keine Rolle. Und macht's einfach mal, testet's mal aus, ihr werdet es mitkriegen. Wie sieht das eigentlich bei mir aus? Jetzt sind wir ja schon wieder, meine Güte, 11 Minuten vorbei, fast 12 Minuten. Bei der Sache mit den Grundsätzen kennt ihr ja, ich bin entweder ehrlich, ich mache entweder einen Scherz oder ich sage die Wahrheit. Das ist einfach ein Grundsatz und den habe ich und ich bin der Meinung, so kann man auch durchs Leben gehen. Ich muss aber auch gleich mal sagen, das hat Konsequenzen. Sehr beliebt wird man so nicht. Das müsst ihr euch schon vor Augen führen. Und viel mehr noch als das, das ist schon ein ganz schön harter Weg durchs Leben. Ganz klarer Fall. Also nicht, dass ihr denkt hier, ja, alles locker und so. Ne? Also ich zahle schon die Zeche dafür im Leben, das könnt ihr wissen. Aber ich zahle den. Oh, blaues Zeug, das wollten wir noch. Aber ich zahle diesen Preis gerne, weil ich der Meinung bin, das muss es auch geben. So Menschen wie mich. So. Wobei ich mich jetzt nicht irgendwie hervorheben möchte oder sonst was nach dem Motto hier, oh, der Große. Und wie gesagt, es muss sich jeder für sich überlegen, ob er das machen möchte, weil Konsequenzen und so, ne? Ist halt eben nicht ganz so leicht, wie das viele sich immer wünschen. So, 1, 2, machen wir auch ein Strip Mining weiter, wenn wir schon immer dabei sind. Ich kann mit diesen Grundsätzen leben, andere haben da öfters mal mit Probleme, also, weil ich sage immer, ihr könnt mir gerne eine Frage stellen, jede Frage, die ihr wollt, aber ihr müsst damit rechnen, dass ihr dann eine ehrliche Antwort kriegt. Und da sagen sich alle, ja, ist doch kein Problem, ich vertrage doch die Wahrheit und ja. So bin ich eben auch schon von Frauen gefragt worden, hältst du mich für attraktiv? Und ich habe eiskalt gesagt, nein, das kam nicht unbedingt gut an, muss ich sagen. Wobei ich das ja auch gar nicht böse meinte, sondern ich habe einfach nur attraktiv. Und das ist der Unterschied, ob ich zum Beispiel sage, hübsch und attraktiv oder. Ach, scheiße. Ja, das macht alles schon Unterschied bei der Wortwahl. Aber egal. Ja. Was bedeutet das für mich eigentlich, diese Art und Weise? Es ist ein gewissermaßen Selbstwertgefühl. Ich sag's immer, das Selbstbewusstsein brauche ich keins. Oder Selbstvertrauen. Bewusstsein an sich ist viel, viel wichtiger. Das kann man durch eine grundsätzlich aufrichtige Art und Weise haben. Aber wie gesagt, Konsequenzen. Legt es für euch mal ab. Schreibt es mir in die Kommentare, was ihr davon haltet. Könntet ihr euch vorstellen, so zu leben? Lebt ihr vielleicht so? Das würde mich mal interessieren. Mir ist noch keiner begegnet, der genauso lebt wie ich. Nach diesen Grundsätzen zumindest. Oder zumindest nach dem Maßstab der Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit. Und vielleicht auch mal als Kommentar, wo würdet ihr den Unterschied zwischen Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit setzen? Ja, das könnt ihr auch noch im Jahr unter das Video schreiben. Lese die Kommentare sowieso durch. Irgendwann, wohlgemerkt, wenn ich dazu komme. Einfach weil ich von Natur aus neugierig bin. Für alles, was nicht von Relevanz ist. Und ja. Macht das mal. Mich interessiert das. Ich höre mir das an. Was haben wir jetzt eigentlich an Rohstoffen? Nicht sehr viel von gar nichts. Aber wir haben das blaue Zeug. Jetzt können wir blaue Fensterscheiben machen, die wir nicht mehr brauchen. Da wir schon ein rotes Dach haben. Silber, Silber, Silber. Na gut, aus dem Blau kann ich aber nicht noch irgendwelche Augen machen. Wir machen hier, glaube ich, noch eine Runde weiter Strip Mining. Ach Quatsch, komm. So.
was erkennen. Weg, 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 weg. Das müsstet ihr eigentlich schon alles nicht mehr sehen, aber ein paar Sekunden Ausklang kann man ja haben. Das wird euch ja jetzt nicht so sehr stören. Ich habe schon wieder Pfeile eingesammelt. Das gibt's da gar nicht. So. Das brauche ich jetzt gerade auch nicht. Das brauche ich doch. Nee, das brauche ich jetzt nicht. Ja, doch. Kies brauche ich gleich mal gar nicht. Das ist ganz sichergestellt. Und schreibt es in die Kommentare. Denkt was hin, was ihr wollt. Macht es euch leicht oder locker. Wie auch immer. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim, hoppala, beim nächsten Mal. Mit einer weiteren Runde Strip Mining. Vielleicht habe ich dann auch ein passendes Thema dazu. Wir werden sehen. Exosie? Eher nie. Xen. Aha. Heh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